Seite. Hä? Was? Ich verstehe das Problem nicht, was? Ich verstehe das Problem auch nicht, ist doch alles normal. Ich verstehe nicht, was ihr habt. Ich kann den Chat nicht nachvollziehen, was die jetzt wollen. Ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass wir heute einen McRib nachbauen werden. Wir erzählen ein bisschen was dazu, wie es dazu kommt, warum, wieso, weshalb. Und dann werden wir auch noch ein Dessert zaubern. Letzte Woche wurde sich ein Dessert gewünscht. Und das heißt auch, dass wir natürlich diesem Wunsch nachkommen werden. Das heißt, es gibt ein Grilldessert. Ich freue mich da sehr drauf. Weil wir nämlich Kuchen grillen werden. Ja. Also, ich erzähle euch kurz, warum wir Schweinefleisch nehmen, weil wir Lust drauf hatten. Nein, der McRib, also der McRib vom großen M, der wird aus irgendeinem Formfleisch gemacht, ne? Auf jeden Fall Schweinefleisch. Wir entscheiden uns heute für die Hackfleischlösung. So haben wir ihn auch vor 2 Jahren, in 2019, na anderthalb Jahren, im Juli ungefähr 2019, das erste Mal abgedreht. Und das Video ist super erfolgreich, muss man einfach so sagen. Das ist wirklich genial, freut uns natürlich auch. Und da haben wir es genauso gemacht. Und jetzt kommt die Geschichte, warum ihr hier Rosmarin seht. In einem richtigen McRib ist natürlich im Fleisch kein Rosmarin. Wir waren damals aber ganz schlau und haben in die Zutatenliste von Mc's geguckt und da steht drin, dass da Rosmarinextrakt drin ist. Wir dachten, ach krass, logisch, die nehmen Extrakt, weil richtiger Rosmarin ist natürlich zu teuer und so weiter. Am Ende mussten wir erfahren, Rosmarinextrakt ist nur ein Konservierer oder sowas in die Richtung. Egal, es hat uns mit Rosmarin gut geschmeckt, deswegen machen wir es auch jetzt wieder rein. Ja, und weil Anis das in der Einkaufsliste reingeschrieben hat, habe ich gesagt, wir können nicht drauf verzichten, sonst heißt es wieder, ey, ich habe gerade 6 Kilo Frischkäse gekauft, wann brauche ich den denn? Ja, ist so. Weil ich habe auch so Bock, ich habe mich so gefreut auf diesen Burger, weil es ist mein Lieblingsburger. Und wir haben ja jetzt auch schon sehr lange nicht mehr für uns selber so gemacht. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. So, das ist der Punkt, wo ich sage, danke Johannes, dass ich es machen durfte. Ja. Also Burgerpresse heute ist meine eigene Hand. Der richtige McRib ist natürlich ein länglicher Burger. Da kann man sich jetzt längliche Patties formen. Wir nutzen heute runde Burger-Buns und formen entsprechend auch runde Patties. Also jeder, der weiß, wie wir backen kann, weiß auch... Ein bisschen platter noch und größer, dass die am Ende, weil die ein bisschen schrumpfen. Johannes, genau. Ich bin auch noch gar nicht fertig. Ja, ist ja gut, Entschuldigung. Jeder, der uns hier kennt und weiß, wie wir backen können, weiß auch, warum wir jetzt runde hier haben und keine länglichen oder ähnliches. Guck mal an, wir machen das hier Stück für Stück. Wir machen lieber mal ein paar nacheinander und nicht gleich alles auf einmal. Wir haben den Farbfilter so eingestellt, dass Hautfarbe ab jetzt knallrot angezeigt wird. Er hat das gesagt, Björn. Das ist doch unglaublich. Ja, McRib, also wir haben auch schon mal ein McRib aus richtigen Rippchen gemacht. Und ich weiß nicht, ob McDonald's richtige Rippchen nimmt. Soweit ich weiß, nehmen die Bauchfleisch, lassen das durch und haben am Ende so eine Art Formfleisch. Und das sieht dann aus wie Rippchen. Wir haben mal einen McRib aus Hack gemacht. Da haben wir das Hackfleisch geformt wie Rippchen, so wie beim großen Mc's. Das sah auch klasse aus. Aber, und das kann ich verraten, geschmacklich spielt es keine Rolle. Am Ende zählt die Soße. Das macht mir richtig Freude. Und vor allem das Geilste ist, wir noch geil. Da kommt er wieder, jawohl. Okay, Julian, ich bin gespannt, ob du diese Challenge meisterst. Warte. Ihr kriegst ins Gesicht und hast du umgeschnitten. Das freut mich. Okay, und bitte. Es geht los. Geil. Hat geklappt. Burger and Ribsauce, Junge. Muss sein. Also, wer die nicht. Was ist das jetzt für eine Soße da? Wer die nicht kennt, ne? Das ist unsere eigene Soße. Und die heißt Burger and Ribs Barbecue Soße. Und ich weiß gar nicht, nee, die ist nicht im Angebot gerade. Nee. Die kostet irgendwie 45 Euro oder was. Keine Ahnung. Nein, aber die schmeckt halt nach McRib. Davon brauchen wir ein bisschen was, weil wir darin das Ganze eintünkeln. Und ich weiß nicht, wer sie alle schon kennt. Und ich gehe davon aus, viele hier im Chat kennen die Soße und deswegen werden sie es bestätigen können. Ihr könnt ja was dazu sagen, aber ihr müsst es auch nicht. Magic. Oh, ich liebe diesen Burger. Mir noch ein Patty gleich fertig? Yes, of course. Cool. So, guck mal, jetzt habt ihr schon mal so ein Bild, wo ich sage, das kennt er vielleicht auch, ne? Der sieht jetzt schon kommen wir schon aus. In die Richtung, wo wir vielleicht schon mal die Checkkarte mit Ladebalken. Uhr, Mann. Hat er einen Clip gemacht? So, noch ein bisschen was hier. Super nicht viel. Mario an der Kamera. Alexander. Oh Gott. Die fast die ganze Zeit, immer wieder hat man einen Hochwert drin. Ja, ist so wie es ist. Wir kriegen es jetzt nicht anders gelöst. Ja, ist auch wurscht. Ich sag jetzt auch nichts jetzt mehr. Regen wir uns nicht mehr auf. Gurkis, Zwiebeln, Deckel, ciao, ich hab Hunger. Also er ist zwar rund und nicht eckig, nicht eckig und nicht lang. Ach Mann, ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt gerade von McRib gesprochen. Seahawks, auch das ist selbstverständlich gemacht. Also unsere Kamerasender und auch die Funken liegen alle natürlich auf unterschiedlichen Frequenzen. Klar, die gingen ja auch immer gut. Die eine schmiert mal mehr, mal weniger. Ach du Heilige. Heiliges. Guck mal. Ich muss ja ehrlich sagen, ich persönlich finde ja, dass der McRib einer der langweiligsten Burger ist, weil der wirklich nur ein Patty, Gurke, Soße und eine Zwiebel drauf ist. So. Aber gut, auch optisch gibt es mit Sicherheit bessere, aber vom Geschmack ist ja, das, weil das halt einfach halt, irgendwie, aber weiß halt, nicht, schmeckt halt nach Soße, ne? Juicy. Alter, ist das gut, ne? Kannst nachvollziehen. Oh Mann, ey, geil.
Ich sage ja auch nicht, dass er nicht schmeckt. Im Gegenteil, er schmeckt Hammer. Ich finde nur so, von der Burger-Komposition her ist der halt. Alter, Leute, wir sind noch lange nicht beim Dessert. Geschweige denn, dass die jetzt anbrennen da gerade. Na, tun sie nicht. Eben gewendet. Es ist einfach eine 1 plus. Ich kann es nicht, es ist einfach so gut. Und ich kann dir eins sagen, vom Feeling her, Original-Feeling, allein schon deswegen, ich zeige euch das mal. Ja. Drehe er durch. Die Hälfte ist auf dem Boden gelandet. Oh nö. Das ist dann immer das Feeling, wie es halt auch, wie ich es vorhin beschrieben habe. Voll geil. Also sozusagen das originale Alex Auto-Feeling. Genau. Der Sitz muss eingeschmiert sein paar. Mit Soße. Oh. Wir machen jetzt gleich Dessert. Ja, das wird geil. Weil ich bin ja nicht schon so wieder. Ja, ihr wisst, wie ey, letzte Woche wurde sich gewünscht, mach doch nicht so aufwendigen Hauptgang und ein aufwendigeres Dessert. Und wir haben gesagt, dann ist ja der McRib genau richtig. Ja, wollte einmal kurz was. So. Ist halt live. So ist es. Machen wir auf da? Komische Birne. Schnell dunkel werden. Nee, ist auch nicht passiert. Nee, dann ist ja gut. Aber das ist wirklich nicht passiert. Da kannst du echt nichts sagen, Alter. Das. Ich hab so viel gesehen, aber das. Also, das ist wirklich. Also, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, man könnte es nicht mehr essen oder so, ne? Es ist schon so vom Level her, wo ich sage, das ist. Es ist für fortgeschritten. Hier, warte mal. Wir könnten hier theoretisch eine zweite Mischung ansetzen mit Zucker einfach. Ich verstehe es nicht, Leute. Aber so, hier, guck mal hier. So sieht das Dessert aus. Müssen wir uns das nächste Mal ein Thumbnail ausdenken. So wie heute, mir war völlig klar, Karamell, das kann nur in die Hose gehen bei uns. Hat auch gut geklappt. Aber das ist halt so. Und ich finde das aber auch gut. Ich meine, am Ende des Tages sind wir ja auch wieder. Das Muskat drin gewesen, ne? Ja, aber nicht in dem Karamell. Das Muskat ist an dem verbrannt. Dann ist es an den Pfirsichen irgendwas dran? Keine Ahnung. Wo sind die Pfirsich einfach abgelaufen? War nur schlecht. Nein, also das finde ich macht das ganze Gestreamen und auch YouTube aus, dass man eben auch Sachen zeigt, die vielleicht nicht so gut sind. Oh, ist echt lecker. Ich finde die gegrillte Pfirsich geil, aber es ist jetzt nicht so, dass mich dieses Rezept komplett abgeholt hat im Nachhinein. Gab's auch noch nie im Livestream. Es klang besser, als es am Ende aussieht. Ja. Naja, kann nicht immer das Beste sein, ist ja so. Dafür war der McRib aber bombenmäßig. Der McRib war wieder vom Feinsten. Schon immer gerne, wir freuen uns hier jeden Mittwoch drauf. Wir wissen jeden Mittwoch, dass irgendwas schief gehen wird. Das gehört auch einfach dazu, von daher alles easy. Wir haben keine Termine. Ich weiß gar nicht, warum. Die Rezepte gingen beide so schnell. Ging schnell heute, ne? Von daher auch, ist ja alles ey, wenn gut. Ihr Bock habt, wir bleiben noch. Sehr cool. Also ich muss sagen, es ist wirklich immer schön zu sehen, wie viele von euch regelmäßig hier am Start sind. Da sieht man ja auch daran, dass es immer relativ konstante Zahlen sind. Ich sag mal so, ich glaube nächste Woche, wollen wir nächste Woche mal irgendein Rezept machen, was gar keiner erwartet, was so richtig reinhaut. Ja. Okay, also nächste dann lehne ich mich ja weit aus dem Fenster. Wir sind gleich weg, ich warte noch ein bisschen ab. Ja, tschüss.